als ob er Florian Hempel die erste Niederlage im Turnierverlauf zufügt. Bleibt oben. 100. Boah, Alter, da schraubt er an den anderen beiden noch vorbei, rechts 121 Punkte nach 9 Darts. Hempel lässt sich, kann sich ein Finish lassen mit einer weiteren Triple 20. Schafft das 98. nicht. 6 Darts von 121, er kann den Bullweg spielen. Mal sehen, was er spielt. Es sieht aber nach 20 aus. 101 Punkte, geht runter. 50 Punkte Rest. Bullseye steht, aber wird er... Doch, er, boah, geht, er drauf. Geht drauf. Er geht drauf und gibt damit seine 100% Doppelquote auf. Und ich weiß nicht, ob mir die Entscheidung so richtig gut gefällt, dass er da jetzt drauf gegangen ist, dass er sich jetzt 57. hier einen Dart kostet. Gefallen tut es mir auch nicht, aber wenn er das jetzt checkt, dann sagen wir so schön, wer checkt, hat recht, ne? So ist es und Hempel konnte jetzt auch nicht so richtig Druck machen mit seinen 3 Darts. Steht bei 150 Punkten Rest und das sind jetzt hier 2 Match-Darts für Adams. Ah, die ungeschlagene Serie von Flo Hempel, sie lebt noch. 150. Kann er, das wäre natürlich jetzt hier mit einer 150. Um sich den ersten Sieg des Tages gegen den noch ungeschlagenen Florian Hempel zu holen, der ist knapp. 5 Matchstarts vergeben. Und der Sechste, der ist es dann, René Adams. Zeigt Reaktion, das hat man gehört, wie viel der Sieg ihm da bedeutet hat. 6-4 Sieg für René Adams gegen Florian Hempel.